Ja, Freunde, für den nächsten Mod reisen wir in schöne Italien. Und zwar ist hier dieser Silvatico Super Air 200 her. Es ist eben eine italienische Marke und ist jetzt zum Download verfügbar. Das Ganze ist auf ModHorster verfügbar. Download-Link kommt natürlich wie gewohnt in die Videobeschreibung. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einen sehr, sehr schönen 3-Seiten-Keeper. Also, wir können ihn alle drei Seiten abladen. Rechts, links. Und hinten natürlich, wir haben einen Drehschemelanhänger, also auch von der Gewichtsverteilung her eigentlich ideal, da man auf dem Traktor wirklich gar kein Gewicht bekommt. Das Gewicht, das draufdrückt auf den Traktor, ist eben weggenommen mit der Drehschemelachse, ganz klar. Wir haben dynamische Schläuche hier, wie man sieht. Wir haben alle Anschlüsse, wir haben Stromanschluss, wir haben Hydraulikanschluss und wir haben von den Bremsen natürlich den Anschluss, von der Druckluftbremse. Ganz klar, es funktioniert alles einwandfrei. Aber beim Abkippen schauen wir uns gleich an, gehen sogar diese gelben Hebelchen, also die gehen auf, wenn das Ganze abgekippt wird. Also wirklich sehr, sehr schön. Auch texturmäßig wirklich ein sehr, sehr schöner Mod. Also sieht man wirklich selten so eine schöne Textur. Auch wenn man hier beispielsweise die Aufschrift Silvatico ansieht, das ist wirklich alles recht scharf. Es ist nicht wirklich, ja, eigentlich fast stechend scharf, würde ich sagen. Also für den LS17 wirklich sehr, sehr gute Textur. Wir schauen auch noch kurz in die Garage. Das Ganze ist zu finden unter der Kategorie Keeper oder besser gesagt in den Shop, nicht in die Garage. Wir haben hier den Silvatico 200. Das Ganze hat 35.000 Liter Fassungsvermögen, also schon ein recht großer Anhänger natürlich. Und mit einem Keeper-Anhänger können Früchte transportiert werden natürlich. Das ist ganz klar. Also Beschreibung ist auch hier natürlich, was soll man groß bei einem Keeper schreiben? Wir haben dann alle Fruchtarten natürlich, die im LS17 verfügbar sind. Standardmäßig jetzt einmal können wir laden praktisch auf diesen Keeper. Wir haben 45 Euro am Tag. Wenn wir das Ganze anklicken, wir haben leider keine Optionen und Erweiterungen. Das ist natürlich weiter nicht schlimm. Bei einem Anhänger braucht man ja eigentlich keine Optionen und Erweiterungen. Man könnte beispielsweise vielleicht andere Räder drauf machen oder die Felgenfarbe wählen. Aber das ist vielleicht halb so schlimm, würde ich sagen, da ansonsten wirklich alles funktioniert. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal in angekoppeltem Zustand an. Wir fahren hier zurück mit unserem Steyr, koppeln das Ganze an. Es funktioniert einwandfrei. Man sieht es, ich werde kurz aussteigen. Man sieht es ist alles sauber angekuppelt. Also Stromanschluss ist sauber drinnen, die ganzen Bremsleitungen und Hydraulikleitungen, also das passt eigentlich alles perfekt. Also da kann man auf gar keinen Fall meckern. Wir blenden kurz, wir sehen schon, wir können natürlich die Abkippseite wählen, ganz klar, wir können links, rechts, hinten wählen und natürlich mit Steuerung links und I können wir das Ganze dann zum Kippen bringen. Man sieht es hier bei diesen kleinen gelben Schnallen hier, sage ich einmal, oder bei diesen, ja, bei dieser Verriegelung besser gesagt, wie die dann aufgeht beidseitig und das Ganze wird dann wunderschön abgekippt. Die Abkipp-Geschichte funktioniert einwandfrei, das ist sehr, sehr schön animiert, auch der Zylinder geht schön hoch, also das passt alles, da geht nichts irgendwo rein, wo es nicht reingehen soll und wir schauen uns das Ganze auch noch auf der Seite natürlich an, wie wir das abkippen können. Also hier gehen wieder diese Verriegelungen sauber zu. Wir wählen einmal die linke Seite und wieder Steuerung I. Dann wird das Ganze wieder sauber abgekippt. Ja, das funktioniert alles einwandfrei. Wir schauen uns noch kurz die Beleuchtung an. Die schaut auch sehr, sehr gut aus. Die Blinker funktionieren alle. Also das sieht uns jeder eigentlich. Standardbeleuchtung natürlich, Standlicht funktioniert, Kennzeichen ist nicht vorhanden, auch keine Kennzeichenbeleuchtung, nein, das ist nur Dekoration. Aber was haben wir noch? Natürlich Bremslicht funktioniert auch einwandfrei. Also ansonsten wirklich ein tadelloser Mod. Was ich noch in den Kommentaren gelesen habe, ich glaube, es war auf ModHorster, wie ein anderer User dazu geschrieben hat, wenn man beispielsweise, wie es auch öfters vorkommen wird, zwei Wagen hintereinander hängt, also hier hinten gleich einmal noch einen Wagen hinhängen, das funktioniert auch, habe ich auch schon ausprobiert. Da kann man dann fast nicht mehr vom Fleck fahren. Ja, das stimmt, ich habe hier diesen Steyr, ich glaube, der hat an die, dass ich jetzt nicht lüge, irgendwas mit 413 PS hat dieser Steyr hier und ich habe die zwei Hänger, also hintereinander gehängt und im leeren Zustand bin ich wirklich auch fast nicht vom Fleck gekommen, 8, 10 km/h, aber im
nicht beladenen Zustand, also wenn man das Ganze belädt, hat dieser User auch geschrieben, kommt man mit 800 PS auch nicht mehr weg. Also das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. Ich vermute es, dass vielleicht der andere Hänger, wenn er hinten angekoppelt wird, da die dynamischen Schläuche nicht angekuppelt werden und alles, vielleicht meint er steht dann noch und er wird aber schon gezogen. Ich weiß es leider nicht, was hier der Fehler ist, aber das sollte auf jeden Fall noch überarbeitet werden. Ansonsten hier kann man wirklich einwandfrei fahren. Also da hat der Steyr hier überhaupt gar keine Bemühen, dass er hier fahren kann. Also das funktioniert alles einwandfrei. Aber eben wenn man einen zweiten ankoppelt, funktioniert das Ganze wirklich nicht mehr. Also kann man nicht verwenden, um einen zweiten anzukoppeln. Das will ich nur ganz kurz gesagt haben. Ist ansonsten kein Problem eigentlich, wenn man es weiß, dass man einfach keinen zweiten ankoppeln kann. Es ist zwar etwas schade vielleicht, das könnte vielleicht noch gefixt werden. Ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen bei diesem Anhänger. Es funktioniert alles einwandfrei, die Beleuchtung funktioniert. Es wird alles abgekippt und so abgekippt, dass nicht irgendein Bolzen irgendwo reinkommt, wo er nicht reinkommen soll oder irgendwo rausschauen soll, wo er vielleicht nicht rausschauen soll. Also im Großen und Ganzen wirklich ein sehr, sehr gelungener Anhänger und auch von der Kapazität her kommt man da ordentlich was voran. In meiner Bewertung bekommt dieser Mod natürlich 5 von 5 Sternen, ganz klar. Ich habe jetzt die ganzen Sachen aufgezählt, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das Einzige, was ich eben gefunden habe, oder ich persönlich eigentlich auch nicht, ich habe es nur ausprobiert dann mit diesem zweiten Anhänger. Das könnte noch gefixt werden, aber ansonsten wirklich ein schöner Mod. Ich hoffe, dir hat es natürlich gefallen, diese Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, bitte abonnieren. Hier bleibst du wirklich auf den Laufenden. Ich schaue immer, dass ich die neuesten Mods und die besten Mods, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen natürlich und von der Qualität sehr, sehr gut sind, dass ich die hier vorstelle auf meinem Kanal und hier verpasst du eigentlich nichts. Auch rund um den LS19 natürlich kommen immer wieder neue Infos raus. Natürlich, die werden in meine Infovideos schön verpackt und wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde, vorgestellt. Da kennt man sich recht gut aus. Dann ich versuche es immer so rüberzubringen, dass das Ganze recht verständlich rüberkommt. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.